Sarah und ich zeige dir, was du für tolle Sachen aus Altpapier zaubern kannst. Heute geht es um super süße kleine Weihnachtssterne, die du an den Weihnachtsbaum hängen kannst oder als Geschenkanhänger. Wie ich die gemacht habe, das zeige ich dir jetzt. Wenn du neu hier bist, dann erstmal herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wenn du nicht weißt, wie das Pulprezept geht, dann schau bitte auf meinem Videokanal nach. Ich habe gerade vor kurzer Zeit das komplette Rezept, wie du Pulp herstellst, da gezeigt. Und ganz am Schluss gibt es noch was zu meinem Shop-Desaster. Also wenn du bei mir was im Shop bestellt hast, dann bleib bis zum Schluss dran. Dann werde ich euch informieren, wie es da weitergeht. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir erstmal kreativ. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis später. Dann hatte noch jemand eine Frage, ob man auch so eine Schachtel machen kann aus Pulp. Also so halt wie die indischen, die kleinen. Das würde ich nicht machen. Das ist extrem aufwendig und das lohnt sich nicht. Also ich würde so kleine Schachteln wirklich mit Papier falten. Das finde ich sehr hübsch. Aber nicht mit Pulp. Das verbiegt sich beim Trocknen. Das sieht man auch hier schon bei den Sternen. Hier, das hat sich auch gebogen. Das bleibt nicht gerade. Und eine Schachtel ist noch viel, viel dünner. Also nein, das würde ich nicht machen. Jemand hat mir noch geschrieben, dass das mit dem Tape umwickeln nicht so ihr Ding ist, ob sie das auch mit Papierstreifen machen könnte.
Wenn du natürlich einen Aufbau machst mit Zeitungen, dann musst du es ja mit Tape umwickeln, damit es hält. Aber wenn jetzt du zum Beispiel direkt auf ein Gefäß arbeiten möchtest, dann kannst du das natürlich nur mit Papierstreifen und Kleistern so einen Grund schaffen. Aber ansonsten musst du schon mit dem Tape arbeiten, sonst kriegst du das ja gar nicht hin. Genau. Und dann würde ich sagen, male ich hier weiter. Ich werde den jetzt, das ist so ein Dunkelgrün, wo ich hier angemischt habe mit ein bisschen Gold drin, damit es einen leichten Schimmer gibt. Und dann werde ich noch mit Weiß ein bisschen drüber gehen. Und dann gibt es hier die Augen, hier den Mund und dann kann man die so aufhängen. Ich habe jetzt hier mal drei davon gemacht. Mal schauen, wie es ausschaut. Das, was ihr im Hintergrund hört, ist mal wieder mein alter Hund. Er liegt gerade unter der Kamera. Ich weiß nicht, immer wenn ich am Aufnehmen bin, liegt er unter der Kamera. Also ganz kurz zum Shop. Ich bin kurz vor meinem Hund geflüchtet, da es ja ein ernstes Thema ist, mein Shop-Desaster. Jetzt kommt er schon wieder. Nun zu meinem Shop-Desaster. Die Bestellungen haben grundsätzlich funktioniert, aber alle, die mit PayPal bezahlt haben, hat es nicht funktioniert, einfach die Überweisung. Bei mir ist nichts eingegangen. Ich bekomme immer eine Mitteilung, wenn jemand bezahlt hat. Das funktioniert auch immer gut, wenn ich die Bücher versende mit einer Rechnung. Und da zahlen auch viele mit PayPal. Also das funktioniert. Aber hier nicht. Schaut bitte auf eurem PayPal-Konto nach, weil PayPal sperrt in der Regel die Überweisung, wenn es von mir her nicht genehmigt oder akzeptiert wird, was hier scheinbar der Fall ist. Sollte aber in den nächsten Tagen bei mir Zahlungen eingehen,
dann werde ich euch dann natürlich Bescheid geben. Ich habe euch aber alle Bestellungen habe ich rausgesendet mit einer Rechnung. Ich habe euch das dann auch per Mail mitgeteilt. Und ich werde das im Auge behalten und ich wäre froh, wenn ihr das im Auge behält. Und wenn was ist, dann kontaktiert mich bitte per Mail und dann schauen wir das zusammen an. Das sind jetzt nur einige, das ist nicht viel. Und jetzt sollte alles funktionieren. Mit PayPal kannst du bei mir jetzt nicht mehr bezahlen auf der Webseite, sondern nur noch mit Kreditkarte oder per Rechnung, wo du eine Rechnung zu der Lieferung mitgeschickt bekommst. So, genau. Und falls ihr euch nochmals traut, bei mir im Shop was zu bestellen, diese Sterne, ich habe 3 davon, die sind bereits im Shop, die kann man beziehen. Und ich habe noch so ganz süße Pilze, die ich noch gemacht habe. Da habe ich jetzt 3 Set, die werden dann so in einem Beutel geliefert. Das sind 8 Stück drin und bei einem 7 Stück. Und die kann man dann überall so rein dekorieren. Hier ist ein Draht drin, das kann man auch biegen. Und dann kann man die irgendwo reinstecken oder an einen Kranz befestigen. Und da habt ihr einfach verschiedene Größen und verschiedene Längen. Das ist oben mit Pulp und unten auch mit Papier. Da gibt es übrigens ein Video dazu. Das verlinke ich euch. Dann könnt ihr schauen, wie ich die gemacht habe. Und dann, falls ihr keine Zeit mehr habt für einen Kürbis zu modellieren, ich habe hier 3 Kürbisse, die ich modelliert habe. Die sind nicht bemalt, die sind aber schon leicht lackiert. Und hier ist eigentlich die Idee, dass ihr die auch im Shop beziehen könnt und nach eurem Geschmack bemalen könnt. Ihr könnt sie auch so lassen, aber wie gesagt, ihr könntet sie auch bemalen und dann dekorieren. Ich habe da 3 davon, 3 verschiedene. Die gefallen mir sehr gut, die sind sehr schön geworden. Und vielleicht ist das was, was ihr zum Dekorieren noch braucht. Gut, das zur Eigenwerbung. Ich werde jetzt immer fortlaufend kleine Dinge auch in den Shop reinstellen, für ein bisschen so für jeden Anlass. Ah, genau. Und natürlich gibt es heute ja noch die Verlosung, da wir ja den Meilenstein von 10.000 Abonnenten erreicht haben. Und ich habe mir eine lustige Figur ausgesucht, die ich weitergeben möchte. Das ist eine Figur, die ist ein bisschen verträumt und die schnuppert so ein bisschen verträumt an einer Blume. Und das ist dieser Herr. Den habe ich diesen Sommer gemacht. Und er hat eine sehr große Nase, weil er eben am Schnuppern ist an einer Blume. Also wenn ihr Freude hättet an dieser Figur, sie muss euch natürlich gefallen, dann könnt ihr an der Verlosung teilnehmen. Alles, was ihr machen müsst, ist unten in die Kommentare rein zu schreiben, Blume. Genau, Blume. Und dann werde ich per Zufallsprinzip jemand aussuchen. Und dann freue ich mich, wenn dieser junge Herr ein neues Zuhause findet. In diesem Sinne, ich bedanke mich für eure Geduld mit mir bezüglich meinem Shop. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
ich werde mir was überlegen und werde euch vermutlich auch wieder ein bisschen mitnehmen. Ich habe noch zwei größere Figuren, die ich bemalen werde für die Ausstellung. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss zusammen.